Hallo Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video kochen wir wieder zusammen und wie man im Titel gelesen hat, heute gibt es wieder Grünkohlrezept. Das Video ist ähnlich wie mein Spinatrezept, werde ich in der Infobox verlinken, da kannst du einfach vorbeischauen. Solange die Grünkohlsaison noch da ist, werde ich viele Grünkohlrezepte mit euch teilen, Rezepte, die ich gerne zu Hause mache und Gerichte, die ich auch sehr gerne liebe, mit Zutaten, die man im Supermarkt einfach finden kann, unkompliziert, sehr einfach noch zu machen. Und bevor ich so viel rede, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, jetzt abonnieren. Wir fangen erstmal mit unseren Zutaten sowie die Vorbereitung. Viel Spaß beim Video. Rezept braucht man nicht so viele Sachen. Ich habe hier einen großen Topf. Groß genug, damit mein Grünkohl reinpassen. 3 Esslöffel Kokosöl. Wer kein Kokosöl hat, kann auch eine andere Ölsorte benutzen. Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Ein medium-sized Zwiebel. Grünkohl braucht man auf jeden Fall. Und ich habe 500 Gramm genommen. Das ist die Hälfte von der Verpackung. Und wie man schon sieht, ich habe schon angefangen mit der Vorbereitung und eine Dose Kokosmilch. Ich liebe die cremige Variante, damit meine Soße auch etwas cremiger wird. Und da ist mein Grünkohl, das heißt, ich muss jetzt nur waschen und grob schneiden. Und das können wir zusammen machen. So, ich habe meine Zwiebel schon reingemacht und es heißt nur anschwitzen. Und wenn es anfängt braun zu werden, mache ich meine Knoblauchpaste rein. Ungefähr ein geaufte Teelöffel, 30 Sekunden zusammen kochen und dann kann ich meine Kokosmilch. Ich kann auch ein bisschen Salz und Salz nehme ich ungefähr ein Viertel Teelöffel oder eine halbe Teelöffel beziehungsweise zum Abschmecken, je nachdem wie viel Salz man nimmt. Ein bisschen Pfeffer zusammen mischen. Kokosmilch, komplette Dose. Und das Ganze koche ich für ungefähr 2-3 Minuten bzw. bis es blubbert. Die restliche Menge in der Dose einfach etwas heißes Wasser. Ganz minimal heißes Wasser und dann hier reinschütteln. Nicht so viel Wasser reinmachen. Jetzt kommt nur mein Deckel drauf. So, mein Kokosmilch kocht und an dieser Stelle kann ich auch meine Salz kontrollieren. Ich konnte noch mehr gebrauchen, weil wenn Salz in die Soße ist, dann das heißt, fast jeder Stückchen Grünkohl bekommt etwas Salz. Salz in die Milch reinmachen. Und nun kann ich meinen Grünkohl reinmachen. So, ich versuche jetzt das Ganze mit dem Kochlöffel zu drehen, ganz vorsichtig, damit es auch nicht so rausspringt, weil ich will die untere Stückchen nach oben bringen, damit sie alle so gleichmäßig kochen. Nach einer Minute ständige Umdrehen mache ich meinen Deckel drauf und ich koche für extra
bis 2 Minuten. Ja, und ich kann jetzt ein bisschen aufräumen. So sieht mein Grünkohl aus nach 2 Minuten und nun koche ich weiter für andere 2 Minuten. Aber mein Erd ist aus. Ich habe meinen Erd ausgemacht. Ich lasse meinen Topf auf dem Erd liegen und nach 2 Minuten können wir zusammen essen. Ich mag es, wenn meine Gemüse nicht so zerkocht sind. Ich kann jetzt das Essen servieren. Es ist jetzt nach 2 Minuten und dadurch, dass ich Koriander liebe, mag ich ein bisschen Koriander rein. Zusammen mischen und servieren. Ja, das war's eigentlich. Danke für das Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich, interessant. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du noch nicht abonnierst hast, und das Glöckchen einschalten, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video poste. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und pass auf dich auf. Und das hier, liebe Freunde, das hier ist mein Essen. Ja, Ei für Proteine, Avocado, ein bisschen Kartoffeln und Grünkohl. Viel Grünkohl. Ich habe einfach Lust, Grünkohl zu essen, bevor die Saison zu Ende ist. Bis Frühlings nächstes Jahr, wenn wir kein Grünkohl mehr haben, dann habe ich genug Grünkohl bis Winter 22. Tschüss!